Ja, und damit willkommen zur nächsten Crash Bandicoot Mod, Crash und Sandy Mod, und ich werde den Namen nicht aussprechen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ein gewisser SWAT hier irgendwie erkennen wird, worum es sich handelt hier gerade so und mir das dann sagen wird. Ich habe keine Ahnung, aber ja, keine Ahnung. Hat das irgendwas mit Fate zu tun? Aber gut, ne? Crash und Sandy Mod und irgendwie, ja, starten wir einfach mal direkt rein. Irgendwie stand, ich glaube, unter dem YouTube-Video, dass man die PAL-Version benutzen soll, aber irgendwie. Ich überschreibe das hier mal. Irgendwie funktioniert nur die NTSC-Version, keine Ahnung. Aber gut, ne? Ich hab beides. Und dann starten wir einfach mal direkt rein. Press X to continue. Enabled, ich hätte gern. Enabled ist richtig, ne? Ja. Gut, mal. Schauen drauf im Discord. Steht das? Ich guck mal kurz. Find all the 16 Collectibles to complete the mod. Ja, um Weihnachten zu retten, müssen wir 16 Sammelobjekte finden und. Ja, machen wir einfach mal. Wo sind wir, na? Wir sind hier schön unten in der anderen Dimension. Schön unten. Endlich gibt's hier unten mal was, ne? Und ja, gucken wir mal. Man soll wohl irgendwie mit allen Charakteren spielen können. Ich weiß nicht so ganz. Gucken wir mal. Use the left analog stick to control the hover scooter. Meine Ahnung, finden wir irgendwo einen hover scooter? Hier ist auf jeden Fall keiner, so, ne? Dass wir das schon mal geklärt haben. Die Musik hat jetzt auch Bock. Also ich hab immer einen Traum, dass sie hier einfach hier so einen Fahrstuhl einbauen, ne? Der mich hoch und runter führt, so, ne? Das wäre doch mal so ein bisschen so ein Traum. Das Danke. Ich schau jetzt mal so ein bisschen um, ne? Meanwhile. Ja, ich schau nur da oben dann weiter so. Keine Ahnung, da hätten uns auch irgendwie was. Da hätten Schild Nina. Auch gut. Ja, wir werden 16 Collectibles sammeln. Boah, da kommt da rechts. Sind Energiekristalle, ne? Sind es auch mehrere Chunks, die wir irgendwie haben? So, keine Ahnung. Mal gucken. War dann 16 irgendwie eine sehr unschöne Zahl? Wir gucken einfach mal, ne? Aber es ist cool, dass sie da Kristall draus gemacht haben, weil wir sammeln Kristalle, ne? Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte Angst, Lachen zu übersehen, aber wir kriegen das hin. Ich habe jetzt übrigens auch nicht aktiviert. Dass ich, Tippmann habe ich aktiviert, ne? Ich habe jetzt nicht aktiviert, dass ich Explosionsschaden nehmen darf. Vielleicht hat das auch irgendwie die Mods kaputt gemacht. Ich weiß nicht, aber ja, wir dürfen keinen Explosionsschaden nehmen. Also ganz klassisches Crash Bandicoot. Ich habe keine Maske, keine Ahnung. So. Hübsch oder so. Ja, ist ja wie edelständige Reskin, so, ne? Okay. Habe ich hier aktiviert. Leben. Ah, direkt der nächste. Dschungelfieber jetzt auf einmal. Ja, das ist alles hier ein bisschen sehr. Das ist doch ein Energiekristall, ne? Den wir jetzt wirklich gesammelt haben. Das ist alles sehr seltsam. Ja, ne? Wir kriegen das hin. Was haben wir hier? Ein Reset-Knopf. Das ist sehr nett. Ich verliere aber kein Leben, ne? Gut. Er hat einen Reset-Knopf. Sehr schön. Jetzt werden wir die triggern aber wahrscheinlich zum Cortex tot, ne? Den man ja auch im Hauptspiel mal ab und zu mal haben kann. Das da ist noch. Der uns ja keine Leben abzieht. Dann Schild Nina. Ich hoffe, hier geht's gut soweit. Keine Ahnung. Jetzt ist Weihnachten doch schon verloren.
Oh, ein Leben. Ich hoffe, das ist keine Falle. So ein, also, warte mal kurz, mal so ein stilles Leben. Stilles Leben. So ein haben wir auch selten gesehen. Oh, ein Autosave, auch sehr gut. Na gut, das müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen ignorieren, leider. Dann schauen wir uns einfach mal die anderen Inseln an. Ich denke mal, oben geht dann weiter, ne? Da ist Cortex. Auch gut. Da wird ich mir hier erklärt. Duck in the boat to hide. Na gut. Erst links, dann rechts. Ah gut, es gibt Reset-Knöpfe, das ist sehr, sehr freundlich. Okay. Jetzt nichts neu starten. Oh! Da. Das gefällt mir nicht. Und was ist das? Ganz ehrlich. Nee. Warte mal. Das habe ich freigeschaltet gerade. Ja, gut, du musst halt auch einfach so hinspringen, ne? Da komme ich halt auch nicht dran vorbei, so. Ganz ehrlich. Was ist denn das hier für ein Quatsch? Das macht keinen Spaß. Das ist doch uncool. Da hab ich mir gar keinen Bock auf Weihnachten, so. Da hab ich keine Lust auf Weihnachten, so. Nee, tschüss, kein Bock. Ganz ehrlich, nee. Finde halt irgendwie so ein bisschen schade, dass die manchmal einfach so komplett übertriebene Sachen machen, die keinen Spaß machen, so. Continue, I guess. Wo bin ich jetzt Game Over gegangen? Okay, es war wirklich so ein Wechseln, alles klar, alles klar. Okay, jetzt bin ich halt bei Cortex so, aber... Naja, wir können da unten bei Crash auch noch später weitermachen. Mit Cortex-Zeit hinzukommen, das wäre ein Traum. Na ja gut, das wird irgendwie so ein... War das kein Doppelsprung? Ja, nee. Schon gut, dass ich den Doppelsprung nicht mit Cortex aktiv habe, ne? Soll hier so ein bisschen... anders ablaufen. Da sollen wir vielleicht auch gleich mit Cortex hin. Ich glaube, so viele Edelsteine verschwenden. Aber hier gibt es erstmal auch nichts zu sammeln. Na ja, komm, ganz ehrlich. Ah, danke schön. Okay. Da und da.
Was müssen wir hier? Das ist doch voll dumm. Dankeschön. Oh, den kriegen wir, ne? Wenn ich nicht so ganz sehe, wo ich genau jetzt hinspringe, aber ist okay. Als hätte er so eine Vermutung. Und die Vermutung heißt Stampfattacke. Muss hier wieder. Komm auch nicht mehr zurück, ne? Naja, gut, dann. Muss noch gucken. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir gerade eben keine Leben verloren haben. Ja, wir hatten gerade ein bisschen doof so irgendwie. Na gut, ne? Weihnachten ist verloren, ne? Auch nicht mehr viel machen. Auto macht kaputt. Geht jetzt noch zu. Aber es hat auch erstmal, also so finde ich erstmal eine coole Mod, so vor allem als halt einfach die Tatsache, dass ich auch einfach, naja, direkt den Spawnpunkt bekommen habe, den ich brauche. Und nicht einfach irgendwo anders, also nicht einfach nur. Aber wenn du Spiels rausgelassen werde oder Glück haben musst, dass ich einen guten Spawn bekomme beim Randomizer. Also einfach, ja, ich habe hier den Spawn. Alle anderen Level wurden, glaube ich, auch einfach gelöscht aus dem Spiel so. Und ich muss ganz, ganz viele Wege laufen. Hier lang. Nee. Oder? Okay. Ah, da ist noch ein Schalter. Hab ich den gerade einfach nur übersehen. Nee, gerade war glaube ich noch zu einfach, ne? Okay, da ist Levelende. Und wahrscheinlich wird der Schalter dann wieder dafür sorgen, dass ich also Crash zurückwechsle. Mach kaputt. Ich war heute übrigens im Kino. Ich habe Alles steht Kopf 2 gesehen. Ich will jetzt eigentlich nicht so viel über den Film reden, aber ich würde schon sagen, er hat mir besser gefallen als der erste Teil. Einfach nur, weil der halt, keine Ahnung, mehr zu meiner Person passt. So auch inhaltlich. Energiekristall? Ne, das ist ein. Na gut. Habe ich bei Cortex leider eine Sache übersehen. Da drüben haben wir noch eine Sache übersehen. Und da hinten haben wir auch eine Sache nicht mitgenommen. Schon drei Sachen, die uns fehlen. Mano, mano. Gut, genau. Da ist Nina. Dann gucken wir mal, was wir da haben. Dann würden wir gleich zu Nina gehen. Dann machen wir Nina und dann gehe ich mit Crash hoch. Eigentlich ist das echt spannend. Wir müssen auch nur merken, wir haben bisher drei Sachen verpasst, so, ne? Spin the Rocks to. Ich hab das Gefühl, das sind irgendwie einfach Hinweise aus dem Spiel, die einfach. Keine Ahnung, ich verstehe das sogar. Oder Texte aus dem Spiel, die halt einfach irgendwo sind, so. Was macht der Schalter? Ich hab das Gefühl, das funktioniert nicht so richtig. Vielleicht hat man doch die PAL-Version. Nee, Leute, ich hab die PAL-Version genommen, da ging es halt überhaupt gar nicht so. Weil. Na, da ging es halt einfach gar nicht so. Das ist halt irgendwie alles so ein bisschen. Weiß ich gerade nicht. Irgendwie.
Keine Ahnung, so, ne? Ich habe eigentlich auch keine Lust, mich weiter damit zu beschäftigen, aber irgendwie, naja, die Leute, die Mod-Ersteller müssen dann irgendwie aber auch schon so explizite Anweisungen machen, was man jetzt genau beachten muss beim, ne, Starten, weil, ja, da kann ich auch nichts dafür, wenn Sachen nicht funktionieren, obwohl sie funktionieren sollten. Na gut, vielleicht. Wir machen einfach mal weiter. Ich könnte einfach nochmal probieren, einfach nochmal eine andere. Wo ist denn das Game übergegangen? Ja, okay. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch mit diesem Hoverboard, ne? Irgendwie. Dein Hoverboard. Irgendwie hat das gefehlt. Oh, das ist cool. Ich habe keinen Doppelsprung, ganz wichtig. Das ist cool. Spiel, jetzt komm, ganz ehrlich. Ja, so gucke ich auch gerade. Guck mal, jetzt ein doppeltes nulltes Leben. Das hatte ich irgendwie in der Quest-Demo ja auch beim letzten Mal. Was irgendwie sehr seltsam ist. Jetzt bin ich wirklich Game Over. Ich bin komplett verwirrt. Immerhin ist es nicht so gottlos schwierig wie eine gewisse Lava-Höhlen-Mod, ne? Ich war nicht reingetappt, deswegen konnte ich kein Save-State setzen. Mann, oh. Jetzt mal hier. Das war wieder sehr gut. Okay, spannend. Ich speichere mal direkt ab. Diesen dummen Sprung will ich nicht nochmal machen müssen. Doppelsprung einfach. Doppelsprung aktiv machen wäre, glaube ich, sogar eine Sache so. Wieder aus dem Leben. Und was ist das denn? Nein, was ist das? Das ist doch dämlich. Das macht keinen Spaß, dumm. Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist kein. Gut, sorry. Das ist kein gutes Game Design. Also was komplett falsch, aber gut, da habe ich aber auch keine Lust, mich nochmal damit auseinanderzusetzen, die Mod dann besser zum Laufen zu bringen und vielleicht
Alter, ich glaube, ich kann da greifen, ne? Okay, der kommt. Meine Güte. Oh, man, Safe State. Auf jeden Fall der Fall, dass ich gerade nicht gesaved habe. Gute Arbeit, Nina. Dann einfach wie die Fledermäuse, ne? Oh Gott. Die man halt aus Madame Emberlys Laden kennt. Müssen wir verarschen? Wo bin ich jetzt? Ich bin hier. Unzähliges Leben neu gespawnt. Bitte nicht sterben, dankeschön. Weg damit. Das ist ja dann ein ganz angenehmer Autopilot. So. Oh, danke schön. Das wäre ein richtiger Energiekristall. Und das war's dann anscheinend. Wobei da ja eigentlich noch was war. Das glaube ich gesehen. Wobei, es könnte einfach ein Crash-Abschnitt gewesen. Wobei, ja, das passt glaube ich schon. Ein Hoverboard gibt's hier halt nicht, ne? Aber sorry, keine Ahnung. Das ist doch nicht das, worunter ich mir eine gute, die gute Mod vorstelle. Gut, wir haben ein bisschen was verpasst. Ne? Da kommen wir nicht hin. Da war es einfach nur dumm, glaube ich. Ja, genau, da. Ja, wobei da hat auch keine Ahnung so, obwohl ich einen Verdacht habe. Da fehlt was. Ja, ist alles irgendwie. Ich fahre nach oben. Vielleicht erklärt das hier oben ja einiges. Okay, da ist zu. Gibt durchaus Sinn, weil da ist ja Story oder so. Okay, da geht's irgendwie und da ist ja. Das ist wahrscheinlich auch, ne? Junge. Das geht ja auch nach oben. Das ist doch auch illegal hier, ne? Komm, ich lade die Hälfte jetzt noch nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir hier oben was machen, dass es dann unten nochmal irgendwas tut, aber ne. Hier geht's überall lang. Gut, fahren wir jetzt hier lang. Spin into Cortex ist Steal the Crystal. Ja, sollen das hier wirklich ernsthafte Hinweise sein? Ist das also irgendwie, keine Ahnung, schlecht von mir jetzt eingestellt alles oder. Ich bin komplett. Keine Ahnung. Wird schon passen. Da brauchen wir irgendwie. Was? Da kommen. Ich wollte gerade sagen, kommen jetzt da unten hin, aber nee. Wieder hoch, bitte.
jetzt alles aktiviert. Ich frage für einen Freund. Ich hab das jetzt aktiviert, ne? Okay, sehr gut. Vielleicht kommen wir da jetzt hin? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir kommen einfach noch irgendwo ausreichend hin. Also manchmal, ja, keine Ahnung. Andere Objekte sind auch einfach da, so, ne? Warum sollte jetzt dann ausgewählte Lachen dann doch wieder fehlen? Na gut, da hinten kommen wir jetzt nicht hin, ne? Gut, wir müssen da oben hin, sonst ist halt einfach nur ein Energiekristall da. Und ist hier offen? Nö, dachte ich mir. Joa, ne? Da ist jetzt nicht so berauschend, leider. Weil wir hier jetzt ja alles haben. Ja. Komme ich hier wieder zurück? Das verstehe ich immer auch nicht. Nicht hin, ne? Das soll so nicht, weil ich könnte. Ne, das wird halt echt nicht sein, Lore. Ich kann aber einfach mal machen. Nee. Vielleicht komme ich von hier näher ran, so. Also in Flash 4 würde ich das schaffen, mit The About Time. Ich muss auch da hinten hin, so. Wie viel haben wir denn jetzt gefunden? 7 Sachen, 8 glaube ich, ne? 8 Sachen haben wir gefunden, 8 von 16. Ja, da sind wir 2 Sachen. Da das eine, der Cortex das eine. Da oben war ich, da ist ein Checkpoint. Spin the rocks to scam them across the water. Was soll denn das spinnen? Es war eine nette Erkundung, so, aber manchmal einfach. Das ist zu oft sehr verwirrend. Ist da oben auch noch so ein Mysterium? Dem ich nicht gewachsen bin. Ich hab das Gefühl, diese Hoverboard-Notiz da unten soll mir irgendwas mitteilen. Ich recherchiere mal kurz. Jo, bis gleich. So. Ich habe jetzt einfach mal nochmal gestartet. Das Problem ist einfach nur, ich kann halt nicht das Spiel starten in der PAL-Version. Das funktioniert einfach nicht. Obwohl, wenn auf Internet explizit steht, nutzt die PAL-Version. Ist so ein bisschen traurig von der Stelle. Das funktioniert, der Sound ist halt noch nicht da. So.
Man kann das Spiel nicht starten und die Sachen sind halt trotzdem nicht so da, wie sie da sein sollen. Oder ist jetzt irgendwas anderes? Nö. Wenn ich sie rausspringe, tot. Oh! Ich bin jetzt im Spiel drin. Ich habe mich einfach ins Spiel reingeschummelt jetzt. Jetzt ist die europäische Version. Okay. Das heißt, habe ich einfach. Gesagt, wenn ich aufs Spiel, neues Spiel gegangen wäre, wäre es halt mal abgestürzt so. Also wäre einfach Backscreen der Ewigkeit, aber jetzt irgendwie. Habe ich mich doch reingeschummelt, ist ja spannend, ist ja ulkig. Erstmal, es ändert jetzt ja auch nichts an diesen ganzen Sachen so. Ja. Keine Ahnung, 5 von 10 Mumbaf pro Stunde oder so. Ah, weiß nicht, Fazit nett. Aber es funktioniert halt irgendwie nicht so gut. Also, wahrscheinlich liegt es an mir so, aber keine Ahnung. Ich hab's so gemacht, wie man es tun soll, ne? Von daher. Bedanke ich mich einfach mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein schöner Einblick für euch in diese Mod, auch wenn wir jetzt leider nicht alles haben sammeln können. Ja, vielleicht schneide ich es jetzt hinten an einfach nochmal. Ich pack's in die Beschreibung. In die Beschreibung. Habe ich ja ein Video vom Mod-Ersteller. So ein kleiner 30-Sekunden-Clip, den könnt ihr euch einfach mal gerne anschauen und keine Ahnung, einen Hasskommentar da lassen oder so. Nein, bitte nicht. Ja, ne. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, ich denke mal, als nächstes gibt es ein Speedrun in Anführungszeichen vom ganz normalen Casual-Spiel mit normaler blauer Hose. Bis dann, ciao.